So, moin liebe Kunden, es ist bald soweit. 2025 steht vor der Tür, will keiner hören und der Winter kommt, aber es ist tatsächlich so. Macht euch mal Gedanken über eure Reisen im nächsten Jahr. Also es wird von Kolla Seereisen eine Gruppenreise geben mit der Queen Mary 2 nach Norwegen. 8 Nächte von Hamburg bis Hamburg. 8 Nächte mit Fjord Norwegen. Das wird im August passieren. Ich werde das entsprechend auch noch bewerben. Und es ist ganz, ganz interessant momentan, wie ich finde, mein Schiff Relax, der Neubau, der kommen wird, wird ins westliche Mittelmeer kommen und später in die Kanaren. Das heißt, 2025 auf 26 den Winter wird die mein Schiff Relax auf den Kanaren stationiert sein. Momentan gibt es noch gute, interessante Frühbucherreisen oder Frühbucherpreise für die Reisen. Und es ist ein hochinteressantes Schiff, ein Unikat bis dahin, der erste einer neuen Baureihe, sehr, sehr groß für TUI-Verhältnisse und auf jeden Fall lohnenswert. Ich selber habe das Schiff schon gebucht, ich freue mich sehr drauf und werde Bericht erstatten. Möglicherweise ist der ein oder andere Gast auch vor mir an Bord, das kann durchaus sein, dann bitte ich auch da um eine Berichterstattung. Ich freue mich sehr und denkt bitte an die Frühbucherrabatte, das gilt für andere Reedereien auch. Und vor allen Dingen Verfügbarkeiten hängen ganz, ganz oft mit Flügen zusammen. Wenn es dann keine Flüge mehr gibt, dann können es noch die tollsten Kabinen geben. Ihr werdet nicht hinkommen. Das ist ganz, ganz dramatisch. Also, der frühe Vogel fängt den Wurm. Will keiner hören, ist aber so. Okay, bis dann erstmal. Tschüss, ihr Lieben.